Ich bin ein extrem langsamer Leser. Was? Nur 137? Ich war immer einer dieser, die in der Klausur erstmal 30 Minuten gebraucht haben, um überhaupt den Text zu lesen. Und ihn danach nochmal lesen mussten, weil sie mit den Gedanken die ganze Zeit abgedriftet sind. Aber damit ist es Schluss. Denn ich werde lernen, extrem schnell zu lesen. Hoffe ich zumindest. Das ist der Plan. Ich finde die besten Methoden, um meine Lesegeschwindigkeit zu verbessern. Ich wende diese an und dann schaffe ich es, die 3 Bücher endlich zu lesen, die ich für die Schule lesen muss, ohne extrem viel Zeit zu verschwenden. Meine jetzige Lesegeschwindigkeit ist mit so um die 200 Wörter pro Minute nicht gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass manche geübte Speedreader auf bis zu 1000 Wörter pro Minute kommen. Und das ist ein Problem, weil Lesen wirklich einer der krassesten Skills ist, die du haben kannst. Du kannst alles das, was die erfolgreichsten und interessantesten Persönlichkeiten der Menschheit gelernt haben, für 10 Euro kaufen und dann einfach in ein paar Stunden lesen. Und stell dir einfach mal vor, du könntest in der gleichen Zeit das Doppelte oder sogar das Dreifache an Büchern schaffen. Und wenn man dann noch bedenkt, wie viel man am Tag liest und wie viel Zeit man auch im Alltag sparen kann. Ja, was soll ich sagen? Ich möchte das können. Um den Fortschritt zu tracken, habe ich am Anfang diverse Lesegeschwindigkeitstests gemacht und ich werde nach meinem Training diese Tests nochmal machen und gucken, was sich wirklich verändert hat. Erste Technik, benutze deinen Finger. Das ist die erste der 4 Techniken, die ich nach Stunden hochwissenschaftlichem Suchen gefunden habe. Und Alter, viele dieser Techniken versprechen wirklich, die eigene Lesegeschwindigkeit um 20%, 50% verbessern, verdoppeln, verdreifachen zu können, mit recht wenig Übung. Währenddessen man dabei trotzdem noch ähnlich viel Informationen mitnimmt. Und die Techniken später im Video wären meiner Meinung nach immer cooler. Aber sorry, ich werde abgelenkt. Wenn du in die Ferne guckst und versuchst, deine Augen flüssig von links nach rechts zu bewegen, wird dir auffallen, das geht gar nicht. Zum Beispiel beim Lesen kann man nämlich bewusst seine Augen nur abgehackt bewegen. Aber unterbewusst kannst du deine Augen flüssig bewegen, wenn du mit ihnen etwas trackst, wie zum Beispiel einen Stift oder deinen Finger. Das kann man sich zunutze machen, indem man einfach wieder, wie in der Grundschule, mit dem Finger mitgeht beim Lesen. Und diese konstante, vorgegebene Geschwindigkeit alleine, die einen davon abhält, immer hin und her zu springen, stehen zu bleiben und nur abgehackt weiterzukommen, so die eigene Lesegeschwindigkeit um 20% steigern können. Klingt gut, würde ich sagen. Ich habe also meinen Finger genommen und bin mit einer relativ konstanten Geschwindigkeit unter den Zeilen hergefahren. Und ich konnte tatsächlich direkt einen Unterschied spüren. Man fühlt sich zwar wie ein Grundschüler und um fair zu sein, man sieht auch so aus, aber naja, man liest schneller. Teilweise hatte ich zwar das Gefühl, dass ich einfach nur über die Wörter drüber gucke, weswegen mein Textverständnis etwas litt, aber mit der Zeit ist das immer besser geworden. Als nächsten Schritt musste ich meine Subvokalisierung reduzieren. Die meisten von uns sprechen jedes einzelne Wort innerlich mit, wenn sie lesen. Deswegen können wir oft nicht viel schneller lesen, als wir auch sprechen können. Das Ding ist nur, wir sprechen sehr langsam im Vergleich zu dem, was man beim Lesen erreichen könnte. Dabei können wir die Wörter eigentlich auch gut verstehen, ohne sie innerlich auszusprechen, indem wir sie einfach nur angucken. Also, um schneller zu lesen, muss man versuchen, diese innere Stimme, die alles langsam mitliest, so weit wie möglich abzuschalten. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es mir gar nicht so richtig vorstellen. Man macht halt einfach diese Stimme im Kopf aus und ich glaube, man schaltet dann irgendwann so ein bisschen den Modus ein, dass man alles als Bild sieht im Kopf. Mal gucken. Ich probiere das jetzt einfach mal. Als ich es ausprobiert habe, war mein Problem, dass ich die meiste Zeit einfach nicht wusste, wie richtig oder wie falsch ich es gemacht habe. Ich hatte einfach nicht so wirklich eine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn man es denn richtig macht. Boah, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache, wenn ich das versuche, fühlt es sich eher so an, als würde ich die Wörter einfach nur angucken, aber nicht lesen. Also im Moment leidet mein Textverständnis wirklich sehr. Teilweise denke ich, ja, ich krieg's kurz hin, aber dann gehe ich auch sofort wieder zurück und dann, wenn ich den Paragraph fertig habe, denke ich mir so, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Naja, ich werde es mal weiter probieren. Nach einer Weile habe ich dann etwas den Fokus vom kompletten Abschalten der inneren Stimme weggelegt und mich mehr darauf konzentriert, einfach schneller zu lesen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich automatisch weniger mitgesprochen habe, wenn ich einfach schneller gelesen habe. Als weiteren Trick habe ich außerdem versucht, Kaugummi zu kauen, weil das eben auch diese innere Stimme etwas abschalten soll. Das hat etwas geholfen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jedes Mal beim Lesen Kaugummi zu kauen. Deswegen ist das für mich, glaube ich, auch nichts Langfristiges. Ich hoffe, die Stimme ist jetzt so weit reduziert, dass ich erstmal weitermachen kann. Naja, vielleicht muss ich auch nochmal auf diesen Schritt zurückkommen. Mal gucken. Benutze dein peripheres Sichtfeld. Diese Technik alleine könnte deine Lesegeschwindigkeit theoretisch verdoppeln. So, jetzt geht's ab. Mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme. So, wenn du mir in die Augen guckst, kannst du immer noch meine Finger hier sehen? Ja, kannst du. Kannst du immer noch meine Finger hier sehen? Ja, das ist dein peripheres Sichtfeld. Auch wenn du dich auf einen Punkt fokussierst, kannst du immer noch ein bisschen darum sehen. Wenn wir lesen, wird uns beigebracht, Wort für Wort zu lesen. Von ganz links nach ganz rechts. Macht eigentlich auch Sinn. Aber wenn wir von ganz links nach ganz rechts lesen, benutzen wir unser peripheres Sichtfeld nicht. Du musst deinen primären Fokus nämlich gar nicht auf das linkeste Wort setzen, um dieses auch zu lesen, sondern kannst etwas weiter in der Mitte bleiben. Genauso rechts. Also kannst du ganze Sätze
Sätze lesen, obwohl du mit deinem Fokus nur im mittleren Teil des Satzes bleibst und so viel schneller durchkommst. Um das zu trainieren, bin ich den Tipps aus diesem Video gefolgt und habe zwei Linien auf ein paar Buchseiten gezeichnet, die ungefähr auf jeder Seite ein Wort abtrennen und die mein primärer Fokus nicht überschreiten darf. Ich habe also immer beim zweiten Wort angefangen zu lesen und beim vorletzten aufgehört, währenddessen ich immer noch das erste und das letzte Wort aus dem Augenwinkel mitlesen konnte. Boah, das ist schon ein bisschen ungewohnt. An meinem jetzigen Punkt gucke ich trotzdem entweder kurz auf das Wort oder ich überspringe es einfach, was jetzt noch nicht ganz so optimal ist. Aber naja, ich denke, das braucht einfach ein bisschen Übung. Weiter geht's. Das war ein Problem, jedoch nach einer Weile habe ich gemerkt, wie ich immer besser und schneller beim Lesen geworden bin. Mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich bei einer recht guten Geschwindigkeit auch relativ viel verstanden habe. Und es hat auch angefangen, recht viel Bock zu machen. Das würde ich sagen, war auf jeden Fall meine Lieblingstechnik. Bevor ich zum letzten Schritt gegangen bin, habe ich aber nochmal einen Lesegeschwindigkeitstest gemacht. So, ich mache jetzt, glaube ich, nochmal einen Speedtest. Mal gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Ich glaube, ich komme so ein bisschen rein mit den ganzen Techniken. Also ja, ich habe mir gerade mal irgendein zufälliges Buch genommen, was hier gerade so rumlag, und ich werde jetzt einfach mal die Zeit stoppen und gucken, wie schnell ich bin. So, 47 Sekunden für die ganze Seite. Ich glaube, das ist gut. Macht einen Speed von 379 Wörtern pro Minute. Das ist gut. Das ist gut, oder nicht? Fast 400. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Nächster Schritt und eigentlich auch der letzte Schritt. Jetzt werde ich einfach für eine Weile ein bisschen schneller lesen, als mein Textverständnis erlaubt, und mich dann in der Theorie an schnellere Lesegeschwindigkeiten zu gewöhnen. Weil wenn ich dann meine Lesegeschwindigkeit wieder etwas runterdrehe, dann sollte ich theoretisch in der Lage sein, relativ viel mitzubekommen vom Text und trotzdem ziemlich schnell zu lesen. Es ist wie beim Autofahren. Wenn du 50 fährst, kann sich das schnell anfühlen. Aber wenn du dann für eine Weile 130 fährst und dann wieder auf 50 zurückkommst, fühlt es sich eher an wie 20. Ich bin noch nie Auto gefahren, aber ich glaube, das ist so. Also habe ich angefangen, einfach mit den drei Techniken zu lesen. Und zwar recht schnell. Jedes Mal, wenn ich irgendwo was lesen musste, habe ich versucht, es schnell zu lesen. Bis ich irgendwann nicht mehr warten konnte und ein letztes Mal meine Lesegeschwindigkeit getestet habe. Und zwar einmal mit Online-Tests auf Englisch und auf Deutsch und mit einem deutschen Buch. 595. Ich habe zwar nicht so viel mitgenommen vom Text, also ist das kein richtiges Ergebnis, aber trotzdem krass. 395, und dafür habe ich deutlich mehr verstanden. 418, und ich habe trotzdem relativ viel verstanden. Jetzt bin ich gespannt auf den Buchtest. Jetzt der letzte Test, wie schnell ich wirklich bei einem physischen Buch bin. Die Zeit läuft ab jetzt. 53 Sekunden. Ich glaube, das war schnell. Ich hoffe es. Mal gucken. Nur noch ausrechnen. So, letzter Schritt. 643. 643. Was? 643 Wörter pro Minute. Am Anfang war ich bei 200. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Das ist ja crazy. Um fair zu sein, der Text war nicht sonderlich schwer. Für eine Facharbeit hätte ich wahrscheinlich deutlich länger gebraucht. Und auch für die meisten anspruchsvolleren Bücher. Aber ey, über 600 Wörter pro Minute. Okay, hier steht ein durchschnittliches Buch mit so um die 300 Seiten umfasst ungefähr 110.000 Wörter. Jetzt kommt's. Mit einer Geschwindigkeit von 600 Wörter pro Minute könnte man dieses Buch in 3 Stunden lesen. 3 Stunden für 300 Seiten. Auch wenn man dieses Tempo natürlich nicht für 3 Stunden durchhält. Also ich zumindest nicht. Absolut nicht. Das ganze Experiment hat einmal natürlich dafür gesorgt, dass ich jetzt schneller lesen kann, was ziemlich cool ist. Aber eben auch dafür, dass ich mehr Faszination fürs Lesen und mehr Spaß beim Lesen entwickelt habe, was auch sehr, sehr wertvoll ist. Falls ihr im Moment vielleicht nicht so viel lest, dann ist das jetzt euer Zeichen, damit anzufangen. Viele Bücher sind wirklich lebensverändernd und die sollten einem nicht entgehen. Viel Spaß beim Lesen, bis dann.